Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Lomdom Silver mein Name und wir spielen heute Survival Sea, wie man es auch hier schon unschwer erkennen kann. Es handelt sich dabei, und ich sage erstmal Hallo! Es handelt sich dabei wieder um ein Ping-Pong-Game, also ein Game aus der Ping-Pong-Serie zwischen dem vierten Friseur und mir. Er hat mir das Spiel empfohlen und ich muss es jetzt 5 Folgen a 20 Minuten spielen. Aus Grund einer Wette, ne, ich habe es schon x-mal erklärt, für Leute, die Ping-Pong-Games kennen, die wissen, was ich meine. Und ja, wir wissen, also ich weiß jetzt halt nicht, das ist jetzt die Krux an der Sache, ich weiß nicht, was mich bei Survival Sea erwartet. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir Trailer angeguckt, als ich halt die 5. Folge von vierten Frisurs letzten Let's Play geguckt habe. Und in der 5. Folge von diesem Let's Play erfährst du und der vierte Friseur erfährt auch, was für ein Spiel er als nächstes spielen soll. Und das Einzige, was ich jetzt weiß, ich habe jetzt schon mal nur gestartet, um das Ganze ein bisschen so einzurichten, damit ich hier oben in der Ecke bin und das Game halt irgendwo da hält, da unten. Das Einzige, was ich weiß, ist halt Survival, wie der Titel unschwer erkennen lässt. Das ist ein Spiel von, ich muss mal gucken, veröffentlicht 19. Februar von Kickless Game. Also hier wird keiner gekickt. Und ich finde die Musik im Start finde ich schon sehr schön. Die Grafik ist halt so ein bisschen Minecraft-lastig, ist halt gewollt. Und was mich ein bisschen stutzig werden lässt, das sind diese zittrigen Bäume. Die haben Angst, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob ich auch Angst haben soll, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich gehe hier vollkommen blind in das Game rein. Ja, und ich würde mal sagen, nicht lang quatschen. Wir machen mal Singleplayer, habe ich mir mal überlegt. Multiplayer gibt es halt auch, dann spiele ich halt gegen andere, aber die sind wahrscheinlich so Pro. Ich weiß nicht, wie viele Leute das spielen. Also übrigens sehr günstig zu haben, momentan eine Aktion bei Steam für 49 Cent. 51% habe ich gespart. Sehr gut. Ich hätte aber auch die 99 Cent, die es normal kostet, bezahlt. Keine Ahnung, ist egal, aber ja, wird dem halt auch sein. Okay, Leute, wir würden mal sagen, wir klicken jetzt mal hier auf Singleplayer und gucken, was passiert. Start Game, Choose Level. Was ist bei Choose Level? Zombieland. Survive in the Zombieland. Sandbox, just for test. Nee. Deathmatch. Player vs. Nein. Zombieland. Ja, das hätte ich das Problem, dass ich auch ganz schnell ein sehr kurzes Let's Play habe. Das will ich ja nicht. Okay, wir gehen mal auf Start. Und wir müssen einen Charakter wählen. Okay. Wir können keinen auswählen, müssen halt selber einen erstellen. Na gut. Create a new character. Police, Farmer, Salaryman. Der Sellerie-Mann. Salaryman? Spawn with Sport Girl und Medic. Okay, wir haben verschiedene Eigenschaften, wie ich das richtig erkenne. Der Policeman hat, der spawned with gun and, also der startet letztendlich mit einer Knarre und mit Munition, das ist gar nicht so schlecht. Der Farmer, der spawned with Farming Tools, ah, okay, der hat also schon das Werkzeug dafür, um sich Futter zu besorgen. Ja, der Salaryman spawned with Secret Survival Kit. So Business-Typ halt, ne? Der fehlt eigentlich jetzt noch, wo, so ein Business, wo ich immer unterwegs bin, da fehlen eigentlich noch so bunte Schuhe. So schöne Jackett kurz drüber, Jeans geht auch und dann halt auch mal knallbunte Schuhe, ist immer wichtig. Oder Socken. Spawn with Secret Survival ist mir zu heikel, weiß ich nicht. The Sport Girl Sport with Everything Necessary. Okay, und der Medic wahrscheinlich, ja, Survival Kit, okay, alles klar. Schwierig. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich würde jetzt mal mit dem Policeman starten. Fuck the police. Und dann hätten wir auf jeden Fall schon mal Muni. Und, also Knarre und Muni, das wäre eigentlich ganz gut. Und dann könnten wir gucken, dass wir dann halt doch das Farming Tool und so weiter alles bekommen. Keine Ahnung, was mir erwartet. Wie gesagt, seid überrascht, genauso wie ich. Ich gehe mal Police. New Player. Okay. Achso. Dann mache ich einfach mal ganz profan Lockdown Silver. Bin unkreativ. So, okay, und dann können wir auf Play gehen und dann schauen wir mal, ob es ein Intro gibt. Keine Ahnung, ich weiß es alles nicht. Enter World, okay. Oh, da der Bildschirm. Oh, hier bin ich. WASD, okay, was bist du? Pickup. F to pick up. Ich habe Holz gesammelt. Dann sammle ich noch ein bisschen Holz. Ist ja echt wie in Minecraft. Erstmal ein bisschen Holz sammeln. Jetzt weiß ich natürlich nicht, gibt es auch eine Map oder so? Scoreboard. Ja. Bei 0, das wird sich auch nicht ändern. Sollte ich auf dem Weg bleiben? Ich weiß es nicht. Kann ich auch laufen? Oh. Nein! Warte mal ganz kurz. Oh, geht gar nicht. Ich wollte gucken, wie ich
Jetzt habe ich zwei Munis verballert. Ich weiß nicht, wie wertvoll die Munis sind. Ich wollte wissen, ob ich hier laufen kann. Ach, guck mal, da kann ich auch genau zielen. Okay. Das kann ich auch mit der Taste, okay. Ach so, ich muss immer wechseln hier. Das ist ja blöd mit den Tasten. Muss mich gerade so ein bisschen einfinden in das Game noch. Ich würde auch gerne wissen, ob es hier irgendwo eine City gibt oder... Oh, ja. Die Grafik ist übrigens, habe ich auch voll eingestellt. Also wirklich fantastic, hat mir das Spiel gesagt. Das ist die Grafik schon im Fantastic-Modus. Ja. Für 49 Cent, ich meine, wenn es Bock macht. Ich kenne, also Freunde von mir, die sagen immer, die Grafik ist wichtig und die Story ist scheißegal. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sage immer, so eine gesunde Mischung ist eigentlich ganz gut. Wobei ich die Grafik eher zurückschraube. Ich glaube, das liegt auch eher daran, weil ich halt auch viele Retro-Games spiele. Und deswegen ich minderwertige Grafik gewohnt bin. Das sind Häuser. Okay. Da hinten läuft irgendwas. Nee, kann auch Holz sein. Ich versuche das gerade so ein bisschen, ja, für mich jetzt erstmal herauszufinden mit euch. Ich weiß nicht, warum der Furtenfriseur mich dieses Spiel spielen lässt. Vielleicht, weil es so eine Grafik wie Minecraft hat und er möchte unbedingt, dass ich mal wieder Minecraft aufnehme. Ich weiß nicht, ich kann ja mal fragen. Falls ihr das auch wollt, dann schreibt mal in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas machen. Aber ich fand, die Resonanz bei Minecraft-Aufnahmen waren damals ganz gut. Das ist ein Auto. Würde ich jetzt gerne mal ins Haus gehen. Oh, ey, das spawnt. Alter. Wieso spawnt der denn plötzlich da? Ich höre noch was. Auf jeden Fall war es ein Headshot. Kann ich ihn looten? Du hässlicher Vogel. Nein, ich schieße mir jetzt nicht in die Eier. Würde ich jetzt tun, aber ich muss ein bisschen Muni sparen. Wie gesagt. Ah! Ein Krieg am Arsch. Wohohoho. Was ist das für eine Scheiße? Wieso spawnen die einfach so? Ich gucke die ganze Zeit weit. Und die tauchen einfach so auf. Was? Boah. Ey, das ist ja fies. Ey, Fritte, das ist scheiße. Das Auto ist an? Das ist ja... Das ist ja voll behindert. Wieso machen die das? Ich gucke die ganze Zeit weit. Und plötzlich steht einer vor mir. Ich habe gleich keine Muni mehr. Ich bin gleich tot. Ich sag's dir jetzt schon. Ich habe nur eine Lebensenergie von 30. So kann ich auf jeden Fall nicht weitermachen. Bin ich dann voll? 80. Na toll. Ich habe nur 4 Schuss. Okay. Ach, kann ich auch kaputt hauen? Schuss kaputt, ey. Achso, ist mein Inventar. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Schnell. Ach. Och, Junge. Okay, Nahkampf ist scheiße. Wieso habe ich keinen mit dem Buggy? Wow, Alter, ey, ist das... Achso, ne. Kann man woanders hin, vielleicht bin ich einen kaputt gefahren. Habe ich den kaputt gemacht? Da ist noch ein anderes Haus. Ich hoffe, dass der Sprit mir nicht leer geht. Das wäre natürlich eigentlich logisch. Ich packe den Wagen mal direkt, dass ich weiterfahren kann, im Zweifel. Ist da was drin? Ja, Junge. Ich hab keine Waffe mehr. Ich hab keine Muni mehr, meine ich. Ach, guck mal. Alter. Ja, dann nehmen wir doch das Holz.
Aber wieso wissen die, dass ich hier bin? Alter, die spawnen aber... Die Spawnrate ist schon sehr... sehr hoch. Vor allem so abrupt. Oh. Okay, der Policeman ist died. Died. You are died. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall... Ugly im Baum gespawnt. Da ist ein Haus. Ach, guck mal. Ach, guck mal, ich habe mein Holz ja auch noch. Ich und mein Holz. Holz. Aber man hat eine geringere Sicht. Hallo. Was? Das Schaf hat mich umgesmasht. Ich dachte, ich gehe jetzt einfach hin. Hallo, Schäfchen. Und dann, bumm, voll auf die Rübe. Hey, das ist ja... Das Holz. Holz ist wichtig. Ich glaube, ich kann nicht viel sammeln. Hallo? Was haben wir denn hier? Sieht ja wieder so an. Achso, das Holz. Nein! Flinker Finger, wer da. Alle Frauen sind mehr glücklich durch mich. Aber... Ja, jetzt bin ich ja hier im Nirvana. Ach, das ist ja auch scheiße. Hallo? Hallo? Ich mache jetzt mal die Knarre, weil die Sicht doch ein bisschen anders ist. Kann ich irgendwie mehr erkennen. Aber viel sammeln kann ich hier nicht irgendwie. Da ist noch ein Holz. Ich hoffe, ich kann mir irgendwann mal was craften oder so. Weiß ich, ich gucke die ganze Zeit weit. Das ist ja richtig scheiße. Und dann spawnt der vor mir. Ich fühle mich so einsam hier auf dem Planet. Das wäre ein Haus. Wahrscheinlich sind da auch wieder Zombies. Hab den Eindruck. Oh, pass auf. Ich hab ja Hunger und Durst. Was, du fick blödes Kackdinger! Wieso haut das Schaf mich um? Wieso sind die Schafe so aggressiv? Wo bist du? Schaf, ich mach's kaputt. Ich höre dich doch. Das ist bestimmt das gleiche Schaf. Dasselbe Schaf. Da ist wieder Holz. Es ist gar nicht so einfach, hier überhaupt zu überleben. Oh, da ist eine Box. Ballina in the Box, würde ich sagen. Ich gehe trotzdem mal hin. Ich höre die Zombies auch vor allen Dingen nur manchmal. Und manchmal nicht. Was bist du? Hallo? Hallo? Was war drin? Nix. Vorhin habe ich gerade gedacht, so mach erstmal den Zombie und dann kannst du in Ruhe dann das Schaf, dich um das Schaf kümmern. Pustekuchen! Satz mit X, das war wohl nix. Ich kann auch nicht schneller laufen, leider. Oder? Das Mausrad hat keine Funktion. Die Taste hat auch keine Funktion. Na gut. Versteck mich hier im Gras. Gucken kann ich mich auch nicht. Ich bin eigentlich voll der Bob hier. Mit meinen paar Schuss, die ich habe. 48 sind ja nicht so wenig, aber die Häuser sind auch voll besiedelt und schön ausgestattet. Eine Tankstelle, wie mir scheint. Kann ich hier drauf schießen? Passiert was? Nö. Kann ich aufs Dach? Yes. Wahrscheinlich ist hier die Horde voll Zombies. Nee, doch nicht. Okay, können wir uns mal einen Überblick verschaffen. Ist auch gar nicht verkehrt. Was es hier gibt, kann ich eigentlich auch springen. Hey, ich kann springen. Wo sind die ganzen Schafe? Da ist schon noch ein Zombie. Da ist noch ein rotes Auto. Schön, ein rotes Auto. Ich höre noch Zombies. Ich hoffe, die kommen nicht hoch. Ich fühle mich hier erstmal so safe, aber im Endeffekt... Man weiß es ja, wie es ist, ne? Achso, dass ich den nicht gekillt habe. Oh, Leiter runtergehen. Oh, ja. Ah! Du Mist! Du Mist, wieder weg!
die verlieren auch was. Okay. Ja! Ist klar. Oh, guck mal da. Inventar? Achso. Nee. Eva-Inventar. Alter! Ja, du blutest nach, mein Freund. Bei so einer Waffe kannst du es auch mal. Ah, Gunshop. Alles klar. Oh, lass noch eine. Was? Gib mir jetzt das scheiß Angriff von hinten. Was soll der Kack? Ehrlich. You died. You died. Das war erstmal ein Schafblatt. Vor Wut mach ich erstmal ein Schafblatt hier. Alter, ich... 5 Folgen, Fritte, ehrlich. Ernsthaft. Ich meine, macht ja Spaß und bestimmt hat man auch als Multiplayer total viel Bock drauf. Okay, das Schaf ist tot. Schafe sind gefährliche Gegner hier. Ist auch noch ein Schaf. Fresh Meat. Hallo? Hallo? Ich hänge am Schaf fest. Hallo? So. Also umgucken ist echt wichtig. Hat es noch was? Nö. Ein Blockschaf. Hä? Direkt mal nachladen. Das scheint mir hier so eine Farm zu sein. Halt. Ja, war klar. War klar. Ich geh mal kurz ins Inventar. Warte mal, was habe ich hier? Oh, eine Sniper. Hm. Kann ich usen? Ach, das kann ich mal ins Inventar ziehen. Alles klar. Was habe ich hier für eine tolle... Ah. 4 Schuss brauche ich pro Zombie. Hubala. Deck mal nachladen. Ich weiß auch nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, was es bringt, wenn ich mich jetzt hier verschanze. Irgendwie gar nichts. Ne? Wir sehen auch nichts von der Welt, die so schön ist. Pass auf, gleich kommt eh wieder ein Schaf von hinten und haut mich um. Ich sehe es ja schon kommen. Okay. Kann ich auch durchs Fenster? Was willst du denn? Hallo? Am Dach. Jetzt wäre eine Sniper ganz gut. Machen wir doch mal. Gucken wir mal, probieren wir mal die Sniper aus. Alter, das ist schon schön hier. Headshot. Okay. Okay. Ich glaube, wir haben ein neues Level erreicht hier, meine Freunde. Ich bleibe einfach 5 Folgen jetzt hier oben drauf, dann habe ich auf jeden Fall die restlichen Folgen perfekt überlebt. Okay, was ist, wenn ich jetzt Fleisch esse? Kann ich das so essen? 5? Nein. Ich glaube, das Fleisch muss ich mir erstmal machen. Schade. Was willst du? Komm her. Oh. Wo ist er hin? Kaputt da! Ich bin wieder aufs Dach! Hä? Wieso? Ich hänge jetzt hier fest? Süß. Nein! Ich will aus dem Spiel raus!
Okay. Ich muss sagen, ich bin kein Shooter-Typ eigentlich. Okay, 5 ist die Kleine. Ich würde gerne nochmal aufs Dach kommen, das war schon geil. Geil. Ja. Hat er gerade selber nachgeladen? Alles klar, gut. Ich muss weg hier. Schade, ich würde noch mal gerne aufs Dach kommen. Das war ja eben ein Bug, weshalb ich aufs Dach bin. Nein! Ach, willst du was? Ey, leg mir im Arsch! Du Blöder! Ey, die sind wirklich schnell, muss man sagen. Die sind wirklich schnell. Aber es macht schon Laune. Es ist ein einfaches Spielprinzip, aber es macht Laune. Und ich würde mal sagen, bevor ich mich jetzt hier wieder in Gefahren zurückgebe. Das war die erste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr gefallen hat, gebt dem Ding einen Daumen nach oben und abonniert mich, liken, teilen, favorisieren, wie auch immer. Ihr kennt das ganze Rotz ja. Und wir sehen uns in Folge 2 wieder. Morgen wieder. Morgen Abend. Oder ab 16 Uhr, glaube ich. Glaube ich, hier morgens. 15, 16 Uhr. Musst du mal schauen. Am besten mich im Auge behalten. So wie ich die Zombies. Yeah. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.